Ja, willkommen zu diesem kleinen Vortrag zum Thema Cross-Plattform Game Development. Es wird ein bisschen technisch werden, aber ich hoffe, das ist okay. Ich werde auch ein paar Beispiele zeigen anhand von konkretem Code. Und das Ganze wird aber auch so sein, dass man mal so einen Eindruck kriegt, was kann man denn mit LibGDX alles so tun. Und das ist eigentlich auch der Zweck von dem Ganzen. Wir können hier kein komplett Tutorial machen, sondern im Wesentlichen eigentlich die Features zeigen, Grundkonzepte zeigen und halt auch, und das ist auch ein zentraler Punkt des Ganzen, mal zeigen, wie das Ganze in der Praxis dann aussieht und auf welche Probleme man so in der Praxis auch trifft. Ganz kurz zu mir, mein Name ist Michael Kleinhans. Ich arbeite bei Red Hat im Bereich Developers Tools. Wir machen da im Wesentlichen die Dinge, die mit Eclipse zu tun haben, Application Lifecycle Management, solche Geschichten. Davor war ich bei der Tarent, beziehungsweise bei StoryQuest, was eine Subfirma der Tarent war. Habe dieses Startup gegründet unter anderem und das auch geführt. Und das war auch genau das Szenario, wo wir diese Realisierung von dieser Umsetzung, dieser Brettspielumsetzung gemacht haben für Pegasus-Spiele, da kommen wir gleich drauf. Ja, was haben wir vorher gemacht oder was hat oder wie kommen wir überhaupt zu diesem Spielekonzept oder zu überhaupt zu spielen? Bei Red Hat machen wir keine Spiele natürlich. Bei StoryQuest bzw. bei der Tarent haben wir uns relativ stark beschäftigt mit dem Bereich interaktive Medien und haben mit Pegasus Spiele, kennt vielleicht jeder Brettspielverlag, ein großer, haben da relativ viele Projekte gemacht mit denen im interaktiven Buchbereich. Also insbesondere die Zwerge haben wir gemacht von Markus Heitz als elektronische Umsetzung. Und in dem Zuge kam dann Pegasus irgendwann auf uns zu und sagte, wollt ihr nicht oder könnt ihr nicht für uns eine Brettspielumsetzung machen von einem Brettspiel, das wir gerade rausbringen, in Papierform, also in Pappform im Laden. Und davon hätten wir gerne eine elektronische Version. Das ist hier dieses Brains. Das ist eigentlich kein traditionelles Brettspiel, sondern das ist eher so eine Art Singleplayer-Brettspiel. Das ist also ein Puzzle, mehr oder weniger. Und das Ganze geht darum, dass man auf einem vorgegebenen Level, den sieht man hier in der Mitte, mit hier solchen Constraints, nenne ich das jetzt mal, also so Vorgaben, die richtigen Plättchen in der richtigen Kombination hier hinlegt, dass beispielsweise das orangene Feld hier mit dem orangenen Feld da oben verbunden ist oder dass zum Beispiel dieser Weg, der hier dann reinführt, genau über eine Brücke geht, ja, oder dass hier zum Beispiel das Feld über 5 Plättchen geht, also zum Beispiel 1 muss in diesem Fall doppelt begangen werden, das heißt, der Weg, der hier rausführt, muss über alle Plättchen einmal rübergehen und 1 doppelt. Und das Plättchen beispielsweise muss an der Pagode vorbeiführen, also hier an diesem Weg hier. Und so gibt es halt für diese Puzzle im Normalfall genau eine Lösung und die gilt es herauszufinden. Und in diesem Brettspiel hier oben sieht man die französische Version, waren, ich glaube, 50 Rätsel enthalten und weitere können da im Prinzip auch dazukommen. Also das ist ein beliebig erweiterbares Konzept. Und da war die Idee oder die Aufgabe, das Ganze elektronisch umzusetzen. Und das haben wir dann gemacht für Pegasus. Die Umsetzung sieht dann so aus. Das ist jetzt einer der Levels. Man sieht hier die Plättchen auf den Seiten jeweils, die man dann mit Anfassen und Ziehen auf die Positionen legen kann. Man sieht hier die Constraints. Und man kann die Plättchen natürlich einzelnes antippen, auf der Position auch drehen, um jeweils 90 Grad. Und man kann hier oben den Level switchen. Der Level State bleibt auch erhalten. Also wenn man da schon mal 2 Plättchen gelegt hat und geht dann hier oben mit diesen Pfeiltasten auf ein Level davor oder zurück, dann wird auch entsprechend das behalten, was man bis jetzt gemacht hat. Also wenn man sagt, irgendwie das Rätsel ist mir jetzt zu schwer, dann gehe ich erstmal zu einem anderen. Ja. Dazu gehört dann natürlich auch noch ein Level Select, die man ganz oben hier erreicht mit dem Button links oben. Es gibt noch eine Homepage mit einem Startbildschirm und ähnlichem. Ja. Das Ganze soll laufen auf oder sollte laufen auf allen standardisierten Mobilgeräten. Also insbesondere also Android, ja, genauso wie iOS und in beiden Plattformen auf Smartphones als auch auf Tablets. Ja, wir haben dann, wir hatten zu dem Zeitpunkt schon relativ viel Erfahrung mit LibGDX als Plattform und haben uns dann entschieden, LibGDX dafür zu benutzen. Führte so ein bisschen aus unserem standardmäßigen Bereich heraus, weil wir alle anderen Sachen meistens mit HTML5 gemacht haben. Das mit HTML5 zu machen geht prinzipiell auch, wäre aber wahrscheinlich nicht so einfach gewesen, insbesondere weil da relativ viel Interaktion mit Touch drin ist zum Beispiel, das ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir LibGDX genommen, wir haben da schon mal ein paar Experimente gemacht und das war eigentlich eins unserer ersten wirklichen produktionsfähigen
Projekte in diesem Bereich oder mit dieser Bibliothek zumindest. Gut. Zu dem Ganzen kommen wir später nochmal, wenn es um die Praxis geht. Also was, auf was sind wir da getroffen, als wir das umgesetzt haben? Zuvor würde ich jetzt erstmal gerne eine Einführung machen, LibGDX. Was ist das überhaupt? Was kann das überhaupt? Und wie funktioniert das prinzipiell? So, damit gucken wir uns an. Erstmal, was sind die grundsätzlichen Konzepte? Also was, um was geht es eigentlich? Wie grenzt sich beispielsweise LibGDX von anderen Game Engines ab? Dann gucken wir uns mal eben konkret die Frameworks an, also welche einzelnen Konzepte gibt es da drin, was für zum Beispiel Game Loop Konzepte gibt es in LibGDX und ähnliches. Gucken uns dann auch Box 2D an als Physik Engine, kommen wir gleich zu. Gucken uns ein bisschen Code an und dann gucken wir uns konkreten Code aus dem Brains Projekt an und auch ein paar Herausforderungen. Ich habe mir da so mal 3-4 Sachen rausgepickt, die besonders waren sozusagen, auf die wir getroffen sind und die entsprechenden Lösungen dazu. Gut. LibGDX. LibGDX ist eine Cross-Plattform, ich würde jetzt nicht sagen Engine, also es ist ein Framework. Warum ich da jetzt nicht Engine sage zu, kommen wir gleich in einer späteren Folie zu. Lass uns erstmal so stehen. Box 2D ist ein Teil in dem Sinne von LibGDX, wird aber unabhängig entwickelt, also es gibt es auch für andere Programmiersprachen und ist eine 2D-Physik-Engine. Die haben wir jetzt in dem Brains-Projekt tatsächlich gar nicht benutzt, weil es keine Anforderungen gab, um irgendwelche Physikeffekte darin abzubilden. Ich habe das aber trotzdem mal aufgenommen, weil das halt ein interessanter Aspekt ist von LibGDX. Ich habe auch ein kleines Demo, das wir auf dem Film gleich sehen, noch werden und auch mal einen kurzen Einblick, wie die API funktioniert und auch ein paar Besonderheiten dazu. LibGDX im konkreten Fall. Cross-Plattform-Framework. Gibt es für, oder alles, was man darin entwickelt, läuft im Wesentlichen auf ganz vielen verschiedenen Plattformen. Einmal auf Desktop-Systemen, basierend auf Java, das heißt Linux, OS X, Windows und so weiter, läuft das alles. Im Prinzip, es gibt auch Steam-Spiele, die mit LibGDX entwickelt wurden. Da ist allerdings das Binding ein bisschen komplizierter, weil es keine native Unterstützung von Steam gibt für LibGDX. Da bin ich mir nicht sicher, wie die das gemacht haben. Da kann man über die Native Bindings was machen. Das ist was Ähnliches wie das, was wir gemacht haben für Android und iOS, was wir später sehen werden, bei der Anbindung an Game Center zum Beispiel. Aber es gibt kein natives Binding, keins, was direkt eingebaut ist in LibGDX. Android-basierte Systeme werden unterstützt, also insbesondere Telefone, Tablets, aber auch konsolenartige Android-Geräte, wie zum Beispiel Fire TV oder auch Android TV. Das ist auch deswegen, weil es einfach keinen wesentlichen Unterschied gibt in den Plattformen. Also eine Anwendung, die auf einem Android-Smartphone läuft, läuft prinzipiell auch auf Fire TV. Der einzige Unterschied ist im Wesentlichen die Bindings der Controller. Eingaben. Das heißt, Touch-Eingaben gehen natürlich nicht auf einem Fire TV. Da muss man ein Binding machen für den Game-Controller. Das ist aber in LibGDX auch schon unterstützt. Da gibt es eine entsprechende Erweiterungsbibliothek für. Und das funktioniert auch ziemlich zuverlässig. Also das funktioniert wirklich gut. Problem ist nur, dass es dafür keinen Markt gibt. Also Apps verkaufen sich auf Fire TV einfach nicht. iOS, klar, wird auch unterstützt. Für iOS ist die Unterstützung ein bisschen anders. Für die Android-basierten Systeme, da das, die Plattform ja selbst auf Java basiert, ist der Sprung relativ klein, weil es ist dieselbe Sprache. Das heißt auch, es wird einfach cross-kompiliert auf die andere Plattform, ist überhaupt kein Problem. Bei iOS wird eine Abstraktionsbibliothek benutzt, beziehungsweise auch ein Framework, das das Ganze auch ermöglicht, dass man da mit Java arbeiten kann. Und dort werden dann die Java Sourcen auch in einem Bytecode-Format abgespielt auf der innerhalb dieser Native iOS-App. Wie das bei iOS im Untergrund genau funktioniert, kann ich nicht genau sagen, weil das war ein Kollege von mir, der das gemacht hat. Meine Zuständigkeit endete sozusagen an der Java-Welt. Ja, das ist aber im Wesentlichen ein ähnliches Konzept wie bei der Android. In der Android-Welt, es wird kompiliert und läuft. Man kann das Ganze auch nach HTML5 kompilieren. Das heißt, man hat dann eine Version des Spiels, die im Webbrowser läuft. Das Ganze basiert auf GWT. Das heißt, es wird auch wieder mit Java gearbeitet und cross-kompiliert nach JavaScript. Da kann ich nachher noch was zu sagen. Das funktioniert, ist aber eigentlich wirklich nur zum Testen geeignet oder zum schnellen Zeigen für den Kunden. Also für was das ganz gut geeignet ist, ist, wenn man dem Kunden schnell mal was zeigen will, so sieht's aus, dann kann man das mal nach HTML5 konvertieren, legt es irgendwo in den Webspace rein und gibt dem Kunden eine Adresse, dann muss der nichts installieren, der muss kein Developer-Telefon haben oder sowas. Das geht dann relativ schnell. Für den Produktionseinsatz sehe ich das ehrlich gesagt nicht so richtig, weil es einfach zu stark eingeschränkt ist. Also ganz viele Sachen funktionieren in dem HTML5. Port einfach nicht, weil es dafür keine Bindings gibt. Zum Beispiel die Physikgeschichten, wenn ich richtig informiert bin, gehen nicht in HTML5. Ja, ein ganz wichtiger Punkt, das haben wir vielleicht jetzt schon mitgekriegt in den letzten Punkten hier.
Das Ganze basiert nicht auf einem gemeinsamen Bytecode, der überall ausgeführt wird, sondern man muss die Anwendung für jede einzelne Plattform neu kompilieren. Das ist aber mit dem Bildsystem, das in libgdx eingebaut ist, total einfach und läuft im Wesentlichen transparent durch. Das geht ganz einfach über Gradle. Das heißt, man macht ein Gradle-Bild, gibt an, welche Plattform man haben möchte, und dann kompiliert man daraus das iOS-Binary oder das APK für Android oder einfach ein Fetcher für Desktop. Das geht auch sehr, sehr robust, sag ich jetzt mal. Unterschiede, und jetzt kommen wir zu dem Thema, warum ich das nicht Game Engine nenne, sondern eher Framework. Unterschiede zwischen libgdx und sowas wie Unreal, Havok oder Unity. Libgdx ist erstmal nur 2D. Es hat auch 3D-Funktionen drin, aber das ist nicht wirklich benutzbar, sag ich mal. Es gibt da auch Demos, man findet auch ganz viel über 3D-Demos über libgdx, aber die wirkliche Stärke von libgdx liegt ganz klar in der 2D-Welt. In der 3D-Welt muss man ganz, ganz oft direkte 1-zu-1-Bindings auf OpenGL benutzen. Das heißt, man codet im Wesentlichen mit einer Java-API, die 1-zu-1 den Calls aus OpenGL entspricht. Und das will man eigentlich normalerweise nicht. Und genau deswegen benutzt man irgendwelche Abstraktionsbibliotheken. Ja. Also, das ist für 3D-Sachen nicht so gut geeignet. Normale Game-Engines, die man so kennt, so Unreal und sowas, die haben natürlich einen ganz starken Fokus auf 3D. Damit kann man natürlich auch 2D-Sachen machen, klar, aber die meisten Spiele sind 3D-Spiele und da ist natürlich der Fokus auch drauf, auch mit dem ganzen Toolset, das drumherum ist. Ja. LibGDX unterstützt OpenGL, das heißt, und jetzt sind wir ein bisschen bei so einem Bruch, ja, also ich habe eben gesagt, das ist eine 2D-Engine oder ein 2D-Framework, aber im Untergrund basiert es doch wieder auf OpenGL, denn alles, was in libgdx gemacht wird, wird auf OpenGL abgebildet. Der Grund ist einfach, dass das die Lingua Franca ist, sozusagen, mit der libgdx mit den Geräten redet. Das heißt, es wird im Prinzip alles gegen OpenGL entwickelt und auf iOS, Android, Web, Desktop ist es ein OpenGL-Widget, was aufgeht und wo OpenGL-Texturen gerendert werden auf OpenGL-Canvases und ähnliches. Ja. Das ist dann halt im Web, ist das WebGL, unter den Mobile-Geräten ist es OpenGL-ES und auf Desktops ist es halt das normale OpenGL, was man in seinem Grafiktreiber hat. Ja. Insofern ist es dann doch wieder eine 3D-Engine, aber es wird nur abstrahiert für 2D-Anwendungen. Ja. Das hat aber so ein paar Einflüsse. Also man kann beispielsweise sowas machen wie, man kann die Kamera, die eigentlich orthogonal über dem Level steht oder über dem Screen steht, den man abbildet, kann man leicht schräg stellen und kann damit so einen Pseudo-3D-Effekt bekommen. Ja, das heißt, man guckt quasi schräg auf einen 2D-Level drauf. Solche Geschichten gehen relativ einfach. Unreal und so weiter benutzen natürlich sowohl eben OpenGL als auch DirectX. Target-Plattforms sind bei libgdx halt Desktop, Android, iOS, HTML. HTML habe ich jetzt hier gar nicht mehr aufgeführt. Es gibt insbesondere keinen Konsolenport dafür, also nichts für PS4 oder Mobile-Konsolen, Nintendo-Geschichten oder sowas, das gibt's einfach nicht. Das liegt aber auch daran, dass das nicht so einfach ist, weil man dafür eine Zertifizierung der Hersteller benötigt und dann auch entsprechende Library-Integration und so. Und das beißt sich dann auch einfach mit dem Open-Source-Konzept. Ja, das ist einfach nicht anders möglich. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht irgendwo eine libgdx-Erweiterung gibt für Konsole, dass irgendwo intern, in-house, das irgendwo benutzt wird, das weiß ich nicht, aber das offizielle Release von libgdx enthält sowas nicht. Es ist Java-based. Andere Frameworks und Engines benutzen andere Sprachen. Ganz oft geht das dann so in so Skriptsprachenbereich rein, Lua, Python und sowas, aber C-Sharp beispielsweise ist auch bei Unity, ich glaube, die Standardsprache sogar. Ja, und jetzt kommen wir zum wesentlichen Unterschied, warum ich das Framework nenne und nicht Engine. LibGDX ist ganz klar API-basiert. Das heißt, das ist im Wesentlichen eine Bibliothek. Heißt ja auch LibGDX. Und es ist auch nicht mehr. Es ist eine Bibliothek mit einer API, gegen die ich entwickle und mit der ich dann meine 2D-Spiele entwickeln kann. Unreal, Havok und so weiter, die sind ganz stark Editor-basiert. Das heißt, man bekommt da ein Entwicklungssystem. Das hat einen Editor für 3D-Welten, für Levels und so weiter. Und der Fokus ist da ganz klar, dass der Entwickler eigentlich nur noch ein Rad in dem gesamten Produktionszyklus bedeutet. Und dass sehr viele Leute diesen Editor benutzen, um Levels zu gestalten, um 3D-Objekte zu gestalten, um Soundeffekte zu gestalten und so weiter, die keine Entwickler sind, also keine primären Techniker, sondern eher Künstler, mehr oder weniger. Und libgdx richtet sich ganz klar an die Entwickler. Ja.
Und alles, was an Artwork-Assets gemacht werden muss, muss außerhalb von libgdx erfolgen. Und insofern bildet libgdx eigentlich eher ein System ab, was für Entwickler ist. Und diese Geschichten hier bilden Systeme ab, die sich an den gesamten Produktionsworkflow in so einer Spielefirma richten. Das ist im Wesentlichen der Unterschied. Es gibt so ein paar Basis-Tools hier, um so Fixtures für die Physik-Engine zu erstellen und sowas, weil es einfach zu aufwendig wäre, da jetzt einzelne JSON-Files zu schreiben mit den Zahlen drin und das auszurechnen im Taschenrechner. Es gibt also so ein paar ganz, ganz elementare Tools, aber das ist auch alles. Ja, dafür ist es natürlich super einfach zu benutzen für jeden Java-Entwickler. Also es ist wirklich zu lernen wie jede andere Bibliothek. Man kann es ganz einfach verstehen, es hat auch ganz einfache Konzepte. Und jeder, der Java entwickeln kann und Java in einem gewissen Maß kennt, der ist auch relativ schnell hierbei libgdx zu benutzen und damit auch relativ schnell Ergebnisse zu erzeugen. Wobei bei Unreal oder Unity 3D, wer sich das mal angeguckt hat, das ist schon ein relativ großes Konzept. Und man muss da erstmal einsteigen. Und da gibt es halt auch Spezialisten, die können wirklich nur Unity 3D und sind nicht fähig, in anderen Frameworks was zu entwickeln. Also ich würde sagen, das ist eher was für den General-Purpose-Entwickler. Und das hier ist was eher für die Full-Stack-Spezialisten, mehr oder weniger. Ja, ein weiterer Vorteil, warum wir auch hier darüber sprechen, ist natürlich libgdx Open-Source-Software. Das andere Zeug halt nicht. So, kommen wir mal zu den Features. Grafik, habe ich eben schon gesagt, ist OpenGL, OpenGL basiert auf den Mobilgeräten, OpenGL ES 2. Hat damit dann alles, was in OpenGL so enthalten ist, also Meshes, Texturen, Texture, Atlases, Shaders und so weiter. Also insbesondere Shaders kann man tolle Sachen mitmachen. Hat ein Partikelsystem. Es hat einen 2D-Szenengraph, über den werden wir uns noch gleich im Detail unterhalten. Es hat eine relativ schmale UI-Library, aber das ist halt bei Game Engine so. Also für ein Texteingabefelder oder Buttons oder sowas, das braucht man vielleicht mal, um irgendwo einen Benutzernamen oder einen Spielernamen eintippen zu lassen. Aber es gibt keine großartigen Widget-Libraries für Listboxen, Dropdown-Boxen oder sowas. Das ist relativ beschränkt. Das ist aber auch nicht das Ziel von dem Ganzen. Wie gesagt, Basis-3D-Support. Es hat Box 2D eingebaut, Box 2D Lightning für so Lichteffekte. Es hat ein Aspect Entity Framework, wer das nicht kennt, das ist so ein Standardverfahren für Spiele, dass man Aspekte zu Objekten hinzufügen kann und sagen kann, es gibt einen Aspekt, zum Beispiel kann hüpfen. Ja, und dann kann man diesen Aspekt kann hüpfen jedem beliebigen Spielerobjekt hinzufügen und dann kann ein Spielercharakter zum Beispiel plötzlich hüpfen oder halt nicht mehr hüpfen, indem man den Aspekt wieder mitnimmt. Das ist so eine Art dynamisches Hinzufügen von Funktionalitäten zur Laufzeit. So ein typisches Konzept, das man in ganz, ganz vielen Spieler-Engines findet. Das ist übrigens auch der übliche, also ganz oft ist das auch eine Quelle von Fehlern in Spielen. Und wie sieht, man kann da nicht über einen Zaun hüpfen oder so. Dann fehlt einfach dieser Aspekt. Ja, solche Geschichten. Dann hat es ein AI-Framework für Implementierung von künstlicher Intelligenz für Nicht-Spieler-Charaktere oder Nicht-Spieler-Einheiten. Dann sowas wie Wegfindung, Formationsabgrenzung, Behavior Trees, also Verhaltensregeln und Finite State Machines, die gehören auch so ein bisschen zu diesen ganzen Behavior-Geschichten und sowas dazu. Dafür gibt es eine Bibliothek. Und es gibt natürlich eine Eingabeverarbeitung für alle möglichen Dinge, also Tastatur, Maus, Touch, Controllers. Für die Controller gibt es auch eine Abstraktion, also ist eigentlich im Wesentlichen dann egal, ob man jetzt an seinem Android-Gerät einen Bluetooth-Controller hat oder keine Ahnung, einen Wired-Controller oder ob man einen PlayStation-Controller benutzt oder einen Xbox-Controller. Das ist eine Abstraktion, der erkennt automatisch den Controller und mappt die Keys auf die richtigen Funktionen innerhalb der Software. Audio-Output hat es natürlich auch, hat da einen Mixer drin, das ist aber relativ standardisiert. Ja, File.io, Fonts, Utilities, okay, das ist nichts Besonderes. Man kann begrenzt auf Files zugreifen, kann Assets nachladen und sowas. Es hat ein Font-System drin, was auch relativ beschränkt ist, basiert auf Bitmap-Fonts, mit dem man eigene Fonts dann laden kann. Und es hat noch so ein paar Utilities, wie zum Beispiel Fixture-Ladefunktionen, da kommen wir gleich noch drauf. Ja, und es hat noch, und das ist auch wichtig für das, was wir später uns angucken werden, Integration für Game Services, also Apple Game Center, Google Play Games zum Beispiel, für In-App-Payment bei diesen Geschichten, Ad-Management für die Anzeige von Anzeigen und sowas. Das ist alles integriert, ist ein bisschen rudimentär, also man muss noch ein bisschen unter Umständen noch was nacharbeiten, wenn man spezielle Sachen machen möchte. Bestimmte Sachen sind ganz gut ausgearbeitet, wie zum Beispiel das IAP, was aber allerdings auch Probleme hat.
werde ich nachher noch was zu erzählen. Das hängt so ein bisschen auch daran, dass das halt genau der Teil ist, der halt nicht zwischen allen Plattformen geteilt wird, sondern das ist immer, muss man für jede Plattform einzeln machen. Weil es halt, jede Plattform hat ihre eigene API für Achievements beispielsweise. Gut, jetzt kommen wir mal zu den, wie funktioniert das Ganze überhaupt? Ein ganz einfacher Game Loop, der wahrscheinlich in jeder Game Engine, jedem Framework genauso abgebildet wird, aber in LibGDX halt insbesondere auch, sieht so aus, dass man die Eingaben des Benutzers nimmt, damit in irgendeiner Art und Weise berechnet, wie sich das Spiel verhalten sollte auf Basis dieser Eingaben oder auch des Zeitverlaufs. Damit berechnet man dann die, zum Beispiel die, das Verhalten der AI und updatet dann den Status des Games, also beispielsweise wo irgendwelche Sprites stehen, ja, also man weiß jetzt, man ist jetzt 20 Millisekunden weiter, wie, an welcher Stelle müsste jetzt dieser Sprite sein, in welcher Drehung müsste dieser Sprite sein und ähnliche Geschichten und rendert dann die Ausgabe. Und genau dieser Loop, den man hier sieht, also Input aufnehmen, berechnen, wie das, was der aktuelle Game State ist und das Ganze wieder auf den Bildschirm bringen sozusagen, das läuft 60 Mal in der Sekunde. Ja, also bei jedem Frame, den man rendert, läuft das genau einmal. Kann halt auch unter Umständen mehr als 60 Frames sein. Wenn ich mich recht erinnere, ist bei LibGDX das Ganze auf 60 Frames begrenzt erstmal. Ja, und da sind wir schon bei der ersten Optimierung. Optimierung ist bei solchen Sachen wirklich Schlüssel, weil wenn man 60 Mal pro Sekunde die AI berechnet, dann kann das unter Umständen halt problematisch werden, wenn man komplexe AIs hat, also wenn man ganz viele Nicht-Spieler-Charaktere beispielsweise auf dem Bildschirm hat oder Nicht-Spieler-Actors, dann wird das natürlich problematisch. Deswegen ist so eine Optimierungsmöglichkeit zum Beispiel, dass man genau das weglässt und einfach nur berechnet, in welcher Position müssten die Sachen jetzt sein. Ich mache jetzt nur bei jedem zweiten Frame die AI-Berechnung. Ja? Und mache damit eine deutliche Optimierung bei dem Ganzen. Gut, wie sieht das Ganze im Objektmodell aus jetzt? Und jetzt sind wir schon fast bei Code. Es gibt eine Klasse Game in LibGDX und es gibt eine Klasse Screen in LibGDX. Man hat im Wesentlichen eine Instanz von, eine abgeleitete Instanz von der Klasse Game, zum Beispiel Our Game. Und dann gibt es mehrere Screens. Ein Screen kann zum Beispiel ein Level-Auswahl-Screen sein oder auch ein Level-Screen, also wo der Level jetzt angezeigt wird. Oder zum Beispiel auch der Startbildschirm, könnte auch ein Screen sein. Und die Idee beim Ganzen ist, dass man ein Spiel hat, eine Instanz von Game und beliebig viele Screens. Ja, das ist Grundkonzept von dem Ganzen. Game selbst ist dann wieder von Application Listener abhängig. Das ist, da geht's dann in diese Native-Geschichten rein. Die sind dann plattformspezifisch für Android, iOS und ähnliche Geschichten. Und die haben auch schon, die haben auch genauso wie Game und Screen natürlich auch so eine Standard-API drin für, wenn das Spiel gestartet wird, dann wird ein Create-Aufruf ausgerufen. Dann gibt's sowas wie Resume-Pause, wenn man das auf Android im Hintergrund schickt zum Beispiel, dann bekommen die einen Pause. Und auf solche Sachen kann man dann reagieren, kann zum Beispiel die AI pausieren, kann die Musik pausieren, also den Soundausgabe pausieren und solche Geschichten. Oder vielleicht auch irgendwas synken auf, in den Storage, also irgendwelche Game States speichern. Ja. So, wie sieht jetzt so ein Screen aus? Also wir haben jetzt gesagt, es gibt genau eine Instanz von Game und es gibt beliebig viele Screens. So, jetzt unser Game Screen. Der, und da sind wir jetzt bei diesem Scene Graph, von dem wir eben schon mal auf der Folie was hatten. Das ist sehr stark modelliert an einem praktischen Beispiel Theater. Ja? Also man kann sich das vorstellen. Ein Gamescreen ist der Theaterraum. Ja? Und jeder Gamescreen hat eine Stage. Also eine Bühne irgendwo drinne. Und auf dieser Bühne stehen irgendwelche Schauspieler, also Actors. Und genau dieses Konzept gibt es bei LibGDX auch. Und das ist auch ein Konzept, was nicht nur bei LibGDX so ist, sondern bei nahezu allen Game Engines. Ist sowas in dieser Art, vielleicht mit vielleicht einem anderen Namen, aber das Konzept ist immer das gleiche, so eine Art Abstraktion. Ein Gamescreen hat eine Stage und auf der Stage stehen beliebig viele Actors. Ein Actor kann zum Beispiel sein ein Sprite, ein Gegner oder zum Beispiel auch der Spielercharakter selbst oder auch vielleicht eine Wand kann auch ein Actor sein. Die macht halt nicht viel, der steht da nur rum. Ja? Aber das sind alles Actors und es gibt eine Delegation bei den Aufrufen. Act sagt sozusagen, oder gehen wir mal hier von unten runter, das Act auf dem Actor sagt, überleg dir mal, was du machen würdest oder was du machen solltest. Und ändere dein State, also deine Position zum Beispiel, deine Rotation, deine Skalierung und ähnliches. Ja?
Und ich übergebe dir bei diesem Act und auch bei dem Draw die Anzahl der Millisekunden, die seit dem letzten Act vergangen sind. Das heißt, der Actor weiß jetzt, es sind seit dem letzten Mal, als ich acten durfte, sind 20 Millisekunden vergangen. Was bedeutet denn das? Ich war sowieso auf der Richtung, in diese Richtung zu gehen. Also muss ich meine Position um so und so viel Pixel verändern. Ja? Und das wird delegiert. Das heißt, wenn eine Stage einen Act-Aufruf bekommt, dann bekommen alle Actor, die auf der Stage gerade drauf sind, bekommen diesen Act-Aufruf auf und tun sich dann nach und nach updaten. Und das ist das Konzept. Man macht da quasi eine Delegation. Der Gamescreen bekommt von außen gesagt, so, du darfst jetzt mal rendern, weil es ist ein neuer Frame gekommen. Dann sagt der Gamescreen der Stage, mach mal ein Act. Act wäre die AI-Movement. Bekommt jeder Actor ein Act. Genauso ist es beim Zeichnen. Das hier oben war jetzt nur das Updaten der internen, ich glaube, ich bin irgendwo. Also Positionen. Aber es ist noch nicht gezeichnet auf dem Bildschirm. Und das geht mit Draw. Das heißt, auch hier bekommt wieder von dem Gamescreen die Stage einen Auftrag, bitte mal, zeichne dich mal. Und dann bekommt jeder Actor einzeln nacheinander den Aufruf Draw. Und dann muss er sich selbst auf dem Bildschirm zeichnen, an der Stelle, die er vorher berechnet hat. Und das ist genau die Trennung zwischen, das hier ist das AI-Berechnung, also reine interne Berechnung. Und das hier ist die tatsächliche Darstellung. Und damit kann man das trennen. Da kann man zum Beispiel sagen, ich mache nur bei jedem zweiten Act-Aufruf irgendwas. Oder ich bekomme ja die Zeit übergeben seit dem letzten Act-Aufruf. Wenn noch nicht 500 Millisekunden vergangen sind, mache ich erstmal nichts. Sondern ich tue nur alle 500 Millisekunden berechnen. Ja. Das ist das Konzept. Also man hat, und das kann man bei ganz, ganz vielen Situationen sich wieder ins Gedächtnis rufen. Man hat eine Bühne und auf dieser Bühne stehen irgendwelche Actors und die machen irgendwas. Und die werden nacheinander aufgerufen und gesagt, mach mal, überleg dir mal, was du machen würdest und zeichne dich selbst. So, das ist das grundsätzliche Konzept. Code kommen wir gleich. Box 2D. Box 2D ist eine Open-Source 2D-Physik-Engine. Erwähne ich deswegen auch unabhängig von LibGDX, weil die mit LibGDX eigentlich gar nichts zu tun hat. Die wird unabhängig von LibGDX entwickelt und eigentlich in C++. Und wird portiert auf ganz, ganz viele verschiedene Sprachen. Es gibt also von Box 2D Portierungen in JavaScript, in C-Sharp und so weiter und so weiter. Und das ist mittlerweile auch eigentlich die Standardimplementierung für Physik-Engines. Das heißt, in ganz, ganz vielen Spielen, auch Konsolenspielen, alles möglich, wenn man irgendwo eine 2D-Physik-Funktion sieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das Box 2D ist. Das sieht man immer, wenn man in die Copyright-Nachrichten mal reinguckt. Da steht dann irgendwo drin, Box 2D, Copyright Aaron Cato. Ja. Box 2D hat mit Grafik überhaupt nichts zu tun. Box 2D ist eine reine Mathematikbibliothek. Der sagt man, da gibt's ein Objekt, das hat die und die Form und die physikalischen Eigenschaften und die bekommt jetzt einen Impuls an der Stelle, wie würde sich das Objekt bewegen, wie würde sich drehen, wie würde sich unter einer bestimmten Dichte der Umgebung und Reibung und sowas, wie würde sich das bewegen? Das ist eine reine Mathematikgeschichte und da bekommt man dann raus irgendeinen Wert von XY-Koordinaten, Drehung und ähnliches. Und es ist auch nicht pixel-based. Man übergibt, wenn man ein neues Objekt in Box 2D anlegt, übergibt man tatsächlich Meter. Man sagt, ich habe ein Raumschiff, das ist 20 Meter lang und 5 Meter breit und hat die und die Form und ist aus Metall. Und dann die Eigenschaft Metall macht man durch sowas wie Dichte und Abprallmechaniken und sowas, also gibt so solche Parameter, die man für bestimmte Materialien dann übergibt. Man gibt so eine Bibliothek und sagen kann, Metall würde sich so und so verhalten. Und dann weiß man, jetzt hat man ein Raumschiff, das so und so lang, ein paar Meter breit und das ist Metall. So, und ich habe eine Umgebung, da habe ich eine Reibungsfunktion, weil der jetzt über den Boden schleift oder sowas von so und so viel, irgendeinen Wert. Kann man auch mit Materialien, so einer Materialtabelle nachlesen. Und dann simuliert Box 2D genau das Verhalten, das ein tatsächliches Raumschiff in dieser Größe mit diesem Material in dieser Umgebung hätte. Und alles, was man rauskriegt, ist dann auch wieder halt in Metern zum Beispiel basiert oder in Newton, wenn man zum Beispiel Kräfte angibt. Und das muss man wieder zurückrechnen in Pixel. Ja, Box 2D ist also wirklich eine reine Mathematikgeschichte. Und die kann man auch für ganz andere Sachen einsetzen, nicht nur für Spiele. Insbesondere ist zum Beispiel Angry Birds mit Box 2D gemacht. Also, und wenn man sich mit Box 2D ein bisschen beschäftigt, fragt man sich, was ist denn da eigentlich noch die Kunst gewesen? Weil das Wesentliche, was da drin steckt, ist eigentlich Box 2D. Ja, der Rest ist eigentlich relativ einfacher Glue-Code. Ja, also, da tut ja außer Physik eigentlich nicht so richtig viel. Ja, also auch der Flugbahn von dem Vogel und so weiter, das macht alles Box 2D für die Software.
Ja, man muss sich ein bisschen, wenn man Box 2D benutzt, ein bisschen mit Geometrie auseinandersetzen. Also eine kleine Anekdote dazu ist, wir haben noch ein anderes Projekt gehabt, wo es um ein Raumschiff ging, das auf einem 2D-Weltraum-Canvas geflogen ist und wollten da eine Drehung implementieren. Das heißt, wir wollten, dass mit Pfeiltasten bzw. mit dem Controller man das Schiff halt korrekt drehen und auch steuern kann und dann durch so Gates durchsteuern kann. Und wir haben es einfach nicht hingekriegt, weil wir gesagt haben, okay, drehen bedeutet, wir machen einfach oben eine Düse dran, oben links und oben rechts. Und dann können wir die Nase sozusagen per Schub, indem wir rechts, links darauf mappen, entsprechend dann einen Tick geben, damit er sich nach rechts bewegt. Und das hat nicht funktioniert. Also das war einfach unsteuerbar. Ja, also wir haben halt das Ding gestartet, das war auch alles, hat auch alles funktioniert, rein technisch. Nur sobald wir da irgendwie versucht haben, durch diese Gates durchzukommen, es war unsteuerbar. Das Ding ist einfach unkontrolliert rumgetaumelt. Und dann haben wir uns tatsächlich mal angeguckt, wie macht das denn die NASA bei dem Space Shuttle? Wenn das Space Shuttle sich drehen soll, auf der Stelle, machen die einfach nur tatsächlich oben an der Nase einmal einen Schub nach links oder rechts, um sich nach links oder rechts zu drehen? Nein, machen sie nicht. Sie machen zwei Schubimpulse, nämlich eins an der Nase und eins am Heck in entgegengesetzter Richtung, um den Drehpunkt zu verlagern. Und dann haben wir genauso implementiert für unser Raumschiff und siehe da, es war ganz einfach zu steuern. Also so nah ist das an der physikalischen Realität, dass man wirklich hingehen kann und kann sagen, wie machen das die eigentlich im echten Leben? Ja. Gut. Ja, wie gesagt, Features. Physics over time, diese ganzen Geometriegeschichten, Gravitation, Dichte, das sind diese ganzen Geschichten. Was für Materialien haben wir? Das hat eine Kollisionserkennung, hat sowas wie einen Impact Solver, dass man sehen kann, wenn jetzt mal so ein Billardtisch simuliert werden soll, wie prallt das ab, in welche Richtung. Es hat ein Joint Management, also man kann auch solche verknüpften Dinger machen, wie zum Beispiel elastische Brücken, die sich dann physikalisch korrekt bewegen. Und es gibt auch sowas wie Partikel und es gibt für den 3D-Fall gibt's noch Bullets. Ja, gehen wir ganz kurz drauf ein. Es gibt halt eine Welt, die bekommt sowas Ähnliches, wie da sieht man dieses Konzept wieder. Ja, also es gibt einen Step, das nennt sich hier Step und nicht Act. Ja. Das Delta ist wieder die Zeit. Der Body, das ist das Raumschiff beispielsweise, das hat eine Position und das Fixture ist der Form. Das ist also, wenn man ein Raumschiff hat, dann ist das ja nicht rechteckig in den meisten Fällen, sondern hat eine irgendeine Art von Form und das braucht man dann wiederum für die Kollisionserkennung. Ja, und das ist dann wieder an der Fixture dran gehängt. Gut. Jetzt gehen wir mal zu Code. Da kommen wir dann auch gleich nochmal zu diesen Physikgeschichten drauf. Wie ich schon gesagt habe, für jede Target-Plattform gibt es einen eigenen Launcher. Und dieser Launcher enthält so ein bisschen was an Native Code für die einzelnen Plattformen. Und im Fall von der Desktop-Applikation, dann ist das hier so eine LWJGL-Applikation. Und die bekommt eine Instanz, eine neue Instanz von der zentralen Spieleklasse. Und das Ding ist jetzt wieder dieses abgeleitete Game. Also die von der Game-Klasse abgeleitete, die abgeleitete Klasse. Und das hier, was da drin ist, das ist schon wieder dann generischer Code. Das hier, dieser Launcher, der ist plattformabhängiger Code. Im Idealfall hat dieser plattformabhängige Code aber nur 3-4 Zeilen. Außer man will irgendwelche komplizierten Sachen machen, wie zum Beispiel Achievement freischalten für Game Center, dann brauchen wir da ein bisschen mehr. Aber im Idealfall ist bei zum Beispiel einer Desktop-Applikation einfach, das hier ist alles im Wesentlichen. Da sieht man mal, wie das dann innen drin aussieht. Also wir haben hier unser Brains Game, abgeleitet von Game, hat eine überschriebene Methode, Create, und da kann ich dann meinen ersten Game-Screen anlegen. Und dann setze ich den Screen. Und das ist der Weg, wie ich einfach sagen kann, so, jetzt habe ich hier meinen Game-Screen und jetzt bitte setzen. Und dann wird er angezeigt, dieser Screen. Und der Screen selbst hat wieder eine Stage. Das sehen wir auch gleich noch. So, ja, das ist nämlich genau hier. Da haben wir dieses My-Game-Screen. Das hat einen Konstruktor. Und in dem Konstruktor passieren zwei wesentliche Sachen. Einmal das, was ich eben schon gesagt habe, nämlich die Stage. Das heißt, hier lege ich meine neue Stage an. Was das mit diesem Stretch-Viewport macht, da kommen wir dann bei den Brands-Spezialgeschichten drauf. Und das ist noch wichtig, es gibt eine Kamera. Denn wir sind ja in OpenGL. Das heißt, das, was der Benutzer tatsächlich auf seinem Bildschirm angezeigt bekommt, oder der Spieler, kommt tatsächlich von einer Kamera, von einer virtuellen Kamera, die diesen Stage in diesem Screen betrachtet. Also jetzt sind wir wieder bei dieser Analogie von dem Theaterraum. Da gibt es halt irgendwo auch eine Kamera, die auf die Stage gerichtet ist. Und genau das Bild dieser Kamera sieht der Spieler.
Jetzt heißt das Ding hier Orthographic Kamera. Das ist der Standard. Das bedeutet, dass die Kamera genau senkrecht über der Stage steht. Genau in der Mitte, halb-halb sozusagen, exakt in der Mitte über der Stage. Das heißt, die Stage ist komplett so, wie sie ist, bündig mit dem Bildschirm abgebildet. Und das ist der Sinn, oder das ist das, was man dann, wo man dann ein bisschen spielen kann. Es gibt da noch andere Typen von Kameras hier, die man benutzen kann. Und wo man diese Parameter der Position oder der Neigung der Kamera verändern kann. Und dann kann man halt sagen, ich habe jetzt eine Stage, irgendwo ein Blatt Papier. Leider nicht. Also ich habe meine Stage und ich gucke jetzt nicht genau senkrecht runter, sondern ich setze sie ein bisschen zur Seite und gucke dann so ein bisschen schräg drauf. Und dann bekommt man so einen in die Ebene gekippten 2D-Level. Ja, sowas kann man damit machen. Außerdem kann man an der Kamera dann halt irgendwelche Shader noch dranhängen, die das Bild im Prinzip verändern. Das sind wie so Filter, die man dann vor die Kamera legt und mit der man dann sowas machen kann wie Scanlines oder so ein Retro-Look, dass es so aussieht, als ob es irgendwie so gewölbt auf so einem Röhrenmonitor ist. Und solche Geschichten, die kann man dann an die Kamera dranhängen. Das sind übrigens OpenGL-Shader, die man einfach aus irgendeinem OpenGL-Shader-Library nehmen kann. Die werden nämlich einfach auf die Grafikkarte geladen. Die werden überhaupt nicht mehr interpretiert, die liegen als Textdateien in der Software hinterher drin und werden über OpenGL einfach in die Grafikkarte reingeladen. Die Grafikkarte macht diese Shader-Geschichten. Ja, jetzt sind wir sind ja jetzt immer noch hier in unserem Gamescreen. Der Gamescreen hat noch so ein paar Methoden, die wir eben schon in dem Konzeptbild hatten, nämlich Show und Render. Show ist relativ einfach, das ist einfach nur, das wird aufgerufen, wenn der Screen angezeigt wird das erste Mal, also einmal. Und dann Render wird aufgerufen bei jedem Frame. Und das ist eigentlich die zentrale Geschichte. Hier wird übergeben die Zeit, die vergangen ist seit dem letzten Render. Also quasi seit dem letzten Frame, der gerendert wurde. Weil das halt unter Umständen nicht konstant ist. Also man kann nicht sagen, es sind 60, einfach ein 60. Sekunde. Das ist es nicht. Sondern es kann sein, dass es da mal Verzögerungen gab und sowas mal gehangen hat und so. Das sagt dann die Grafikkarte intern. Und was ich hier drin machen kann, und das ist so ein üblicher Vorgehen, ich lösche erstmal den Bildschirm, das heißt, ich mache alles weg und resette alles auf schwarz, zum Beispiel. Dann sage ich der Stage, bitte acte mal. Also sag mal allen Actors, sie sollen mal berechnen, wo sie eigentlich stehen müssten, oder lass mal die AI laufen. Und dann sage ich der Stage, jetzt zeichne dich mal. Und das wird dann wieder delegiert. Diese beiden Sachen delegieren sich dann wieder nach unten zu den einzelnen Actors. Ja. Warum nimmt man da jetzt nicht, bei Act wird wieder die Differenz angegeben, warum nimmt man das nicht einfach von hier oben? Also warum übergibt man nicht hier einfach Delta? Das ist deswegen, weil zwischen dem Aufruf von dieser Methode und dem Aufruf von diesem Act könnte sich dieses Delta verändert haben. Weil das Löschen des Bildschirms durch das OpenGL könnte unter Umständen auch wieder ein paar Millisekunden oder ein paar Mikrosekunden gebraucht haben. Und das kann unter Umständen für so eine AI relativ wichtig sein. Das kann dann solche Drifts geben, wenn man das nicht macht. Deswegen holt er sich das hier nochmal frisch, diese Zeit, und gibt die dann frisch rüber, sozusagen. So, jetzt haben wir die Stage gehabt. Und jetzt kommen wir zu den einzelnen Actors. Also, was passiert in so einem Actor? Beispiel hier, MyGameObject, ist zum Beispiel irgendein Spielercharakter. Ja? Das Sprite, das hat einen Konstruktor, da bekommt man übergeben die initielle XY-Position auf dem Bildschirm, die Höhe und die Breite und die Texture Region. Die Texture Region ist die Textur, also die tatsächliche Grafik. Warum heißt das Texture Region? Weil man üblicherweise nicht einzelne Texturen der Software mitgibt, also einzelne Grafikdateien, PNGs zum Beispiel, wo jetzt von einem Sprite die Textur drin ist, sondern es gibt sogenannte Texture Atlases. Das ist ein großes Bild, wo alle Texturen komprimiert drauf sind und wozu dann eine Datei gehört, die sagt, von Koordinate 00 bis 256, 256 ist Textur 1. Von 256, 256 bis 512, 512 ist Textur 2. Das heißt, man komprimiert alle Texturen, die in dem Spiel beiliegen, in ein großes Bild. Warum macht man das? Weil über OpenGL die Möglichkeit besteht, dieses Komplettbild, also diesen Texturatlas, in die Grafikkarte reinzuladen, in einem Stück. Und dieses Clipping, also das, was man dann hier wieder sagt, ich möchte nur diesen Ausschnitt haben als Sprite für diesen Charakter, das macht die Grafikkarte alles in Hardware. Und das ist natürlich viel schneller, als wenn ich das in Software mache. Und deswegen macht man das mit Texture Atlases und Texture Regions, dass man das komplett der Grafikkarte überlässt. Das ist einfach eine Optimierungssache. Und wenn man mal Spiele auseinander nimmt, also mal sie reinguckt, was liegt denn da eigentlich in so einem Spiel
Ordner alles so rum. Findet man manchmal auch diese Atlasse, indem man irgendwo guckt, da ist irgendwo ein PNG, was riesig groß ist und wo alle Grafiken in einem PNG drin sind. Dafür gibt es zum Beispiel bei LibGDX auch ein Tool, was aus einzelnen Grafikdateien diesen Texturatlas erzeugt. Das muss man nicht von Hand machen. So, in dem Konstruktor sage ich halt Breite setzen, Höhe setzen und die Texturregion setzen. Und dann wird das intern gesetzt und kann dann auch gerendert werden. Und das passiert dann, ich gebe eine Folie weiter, bei Act. Kann man dann noch, wenn man eine Klassenhierarchie hat für seine Actors, kann man hier das nochmal vorher machen und dann kann man halt sagen, ich möchte jetzt mal rotieren oder ich möchte ein KI-Movement machen oder sonst irgendwas. Und genau dasselbe ist mit Draw. Hier wird dann einfach auch nochmal alles gerendert. Das heißt, hier wird der Actor selbst, zeichnet sich tatsächlich. Und da gibt es dafür so ein Batch, das ist so auch eine Grafikkartenoperation, die man einfach sagen kann, zeichne mal folgende Textur, das ist die intern gespeicherte Textur, an dieser Position, ja, mit diesem Drehpunkt, diese Höhe und Breite, diese Skalierung und diese Rotation. Diese ganzen Werte hier, die kann man in Act manipulieren. Also hier kann man sagen, Set Scale oder Set Rotation, weil die AI-Routine gesagt hat, der müsste sich jetzt drehen. Dann sagt man Set Rotation 91 Grad und dann kriegt man das hier wieder. Das bedeutet, dass diese Zeile hier oder diese Implementierung von Draw findet man in fast allen LibGDX-Actors, weil die eigentlich immer gleich ist. Weil die einfach sagt, bitte draw mal diese Texturregion mit genau den Daten, die hier standardmäßig in dem Objekt gespeichert sind. Ja? Warum gibt es trotzdem diese Möglichkeit, das zu überlagern? Weil es kann sein, dass man da noch irgendwas zusätzlich machen möchte. Zum Beispiel möchte man das Ganze glühen lassen oder einen Partikeleffekt abfahren, wenn man das drawt oder sowas. Ja? Das heißt, das hier muss man immer machen. Wenn man das nicht macht, diese Zeile hier, dann kriegt man den Actor einfach nicht zu sehen, weil er nicht gezeichnet wird. Ja? Hier kann man halt zusätzliche Dinge machen. Gehen wir mal noch zwei zurück. So. Und jetzt hat man die Möglichkeit, jetzt habe ich gesagt, dieses Act hier, damit kann ich hier sagen, rotiere dich mal oder sowas. Es gibt aber ganz viele Fälle, wo es so Standardsachen gibt. Wie zum Beispiel, ich möchte einfach, dass der sich einblendet langsam. Ja, oder ich möchte, dass der sich innerhalb von einer Sekunde um 90 Grad dreht. Also solche Standardbewegungen oder Standardsachen, die auch unter Umständen asynchron sind. Und das kann man mit sogenannten Actions machen. Da kann ich, da gibt's eine Methode auf dem Actor, die nennt sich AddAction. Und da kann ich solche Standardaktionen übergeben und kann auch sagen, fahr die bitte in Sequenz ab oder fahr die parallel ab, also gleichzeitig einblenden und drehen um 90 Grad. Ja. Und dann wird durch das Super Act, also durch die Parent-Implementierung von Act, wird dann immer bei jedem Delta gerechnet, okay, der muss sich jetzt in einer Sekunde um 90 Grad drehen. Was bedeutet denn das, wenn jetzt nur 20 Millisekunden vergangen sind? Wie viel Grad sind denn das? Das macht alles meine Parent-Implementierung von Actor. Und darüber muss ich mich nicht mehr kümmern. Das ist relativ praktisch. Ja? Und da gibt es eine ganze Bibliothek voll mit solchem Zeug. Also hier zum Beispiel setzt man die Sichtbarkeit auf 0. Also Alpha wird auf 0 gesetzt. Das heißt, es ist komplett unsichtbar. Dann warte ich eine bestimmte Anzahl von Zeit. Und dann lasse ich langsam einfaden in einer bestimmten Zeitspanne. Und das würde dann einfach durch das Super Act nach und nach bei jedem Delta, bei jedem Frame neu berechnet werden, wie viel Sichtbarkeit habe ich jetzt, welche Position habe ich und so weiter. Wenn man das hier vergisst, dieses Super Act, dann passiert hier logischerweise nichts, weil man niemals die Parent-Implementierung fragt, was ist denn der aktuelle Stand von diesen asynchronen Sachen, die ich hier gemacht habe mal. Ja? Logisch. So, jetzt müssen wir mal zwei Dinger weiter. Genau. Jetzt habe ich mein Game-Object fertig, also meinen Actor. Und jetzt muss ich den Actor irgendwie auf die Bühne setzen. Und das mache ich wiederum im Screen oder in der Stage. Je nachdem, wo ich das machen möchte, kann man in beiden machen. Und da hole ich mir einfach, instanziere ich mir ein neues, den Actor. Gib dem irgendwie, je nachdem, wie ich das halt implementiert habe. In dem Fall gebe ich dem die initiale Position mit. Der ist also genau in der Mitte des Bildschirms. Hat genau 256 Pixel Höhe und Breite. Und die Textur habe ich mir irgendwo oben schon mal geholt. Das ist halt so eine Texture Region aus dem Atlas. Und dann instanziere ich mir das und dann sage ich einfach, gib mir mal die Stage, add Actor. Bam. Und dann steht er auf der Bühne. So. Und jetzt kann ich noch dieses Reveal aufrufen. Das ist meine eigene Methode. Die fügt dann diese Aktion hinzu. Warte mal so und so viele Sekunden und blende dich dann innerhalb von einer Sekunde ein.
in dem Fall warte gar nicht, sondern blende dich sofort ein innerhalb von einer Sekunde. Ja, total einfach. Also wenn man das einmal begriffen hat, wie das funktioniert, ist das wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr einfach. So, jetzt hat man noch was mit Controls. Also wie bringt man jetzt Game-Controller-Geschichten rein? Funktioniert relativ einfach. Man hat in der ACK-Methode, kann man einfach abfragen, ob ein bestimmter Taste gedrückt ist. Und dann kann man irgendwelche Dinge tun. Wie zum Beispiel dann die Spielerfigur oder den Actor entsprechend sagen, der hat jetzt gerade die linke Taste gedrückt, also bewege dich mal nach links. Ja? Und dieses Keys.dpadLeft ist dann wieder die Abstraktion. Das heißt, der tatsächliche Keycode, den kriegt man gar nicht zu sehen, sondern es wird automatisch geguckt, was für ein Controller ist denn das? Was für ein Typ von Controller? Und dpadLeft mappt dann immer auf den richtigen Keycode, egal ob das jetzt ein PlayStation-Controller ist oder ein Xbox-Controller oder ein Bluetooth-Controller fürs Handy oder sonst irgendwas. Ja, und damit kann man eine Abstraktion machen. Das ist eigentlich auch mehr oder weniger alles. Also mehr macht das eigentlich auch nicht an der Stelle. Ja. Und da kann man natürlich noch mehr abfragen. So, jetzt ganz kurz nochmal zu Physik. Wenn man jetzt noch Physik hinzufügen möchte, dann erstellt man sich seine Physics World, also seine Box 2D-Welt. Der erste Parameter hier ist die Gravitation. Damit kann man angeben, was ist die Gravitation. In dem Fall ist die Gravitation 0. Es gibt also keine Gravitation in irgendeine Richtung. Und das zweite ist eine Genauigkeitsgeschichte, die mit Rechenzeit zu tun hat. Also ob man bestimmte Sachen schlafen legen will, wenn die nichts gerade tun. Das ist eine Performance-Geschichte. Muss man sich eigentlich nicht drum kümmern. Und jetzt im Render von dem Screen, damit auch natürlich im Render der Stage, muss man jetzt noch zusätzlich zu mach mal das Render von mir, also von meinem Grafikzeug, muss man der Physikwelt noch sagen, mach du mal bitte deinen Act, also deinen Schritt. Ja, und das macht man halt mit World Step. Hier übergibt man auch wieder die Zeit. Und diese zwei Zahlen hier, das sind die Auflösungen, also wie genau soll berechnet werden. Das hat dann auch einen Einfluss darauf, wie lange die Berechnung dauert. Das ist, eine Sekunde, das sind so Standardwerte, 6,2, sagt die Literatur, soll man nehmen, das passt dann schon. Ja. Letzte Frage? Ja, das ist die Frage ist, warum man da jetzt die Delta-Zeit übergibt und nicht nochmal neu guckt. Richtig, müsste man eigentlich so machen. Ja, also das ist aber auch immer so eine Sache, auch bei der anderen Variante, die ich vorher hatte. Man kann es auch so machen. Wenn es funktioniert, dann ist okay. Wenn man zeitkritische Sachen hat, dann kann es so sein, dass es nötig ist, das so zu machen. Es ist nicht deterministisch. Das hängt von der Grafikkarte ab. Also die Grafikkarte sagt irgendwann, ich habe den Frame fertig gerendert. Jetzt den nächsten Frame rendern. Achso, die Frage war, ob dieses Delta deterministisch ist oder ob das von irgendwelchen anderen Sachen abhängt und auch variiert. Und es variiert. Ja, es variiert. Das liegt einfach daran, dass die Grafikkarte aus irgendeinem Grund vielleicht mal hier so ein paar Millisekunden mehr braucht, um das zu machen. Deswegen wird es hier immer übergeben an allen Stellen. Ja. Also genau das ist der Grund, warum man diesen Aufwand hier auch macht. Sonst würde man einfach sagen, Render wird immer alle 61. Sekunde aufgerufen, fertig. Ja, ist halt nicht so. So, und jetzt, und das ist jetzt ein bisschen komplizierter, will ich auch nicht genau darauf eingehen, wie das Ganze funktioniert. Da setze ich jetzt die ganzen Parameter, wie zum Beispiel die Dichte, die Reibung, die Bounciness und so weiter von dem Material. Also diese drei Zahlen definieren im Wesentlichen, was für ein Material ist das. Und dieses Body, also dieser Körper, der da jetzt in dieser Physikwelt irgendwie existiert, der kann auch hier noch so ein Shape haben. Das ist halt so eine JSON-Datei, wo Koordinaten drin sind, wie das Raumschiff halt tatsächlich geformt ist. Ja, und dafür gibt es auch einen Editor, das sind dann diese Mini-Tools, die es gibt. Da gibt es halt einen Editor, wo man PNG laden kann. Dann sieht man das Raumschiff und da kann man so einen Frame drumherum ziehen, wo sozusagen die Grenze ist, das tatsächlich ein Raumschiff ist. Und das ist dann halt dieses Shape-Fixture. Ja, und den kann man halt laden aus einer JSON-Datei. Und dann, ganz wichtig, kann man dieses rein mathematische Konstrukt, das man hier hat, also das ist ja jetzt nur wirklich Mathematik, an einen Actor in meiner LibGDX-World heften. Und kann sagen, hier ist mein Body, zack, die Fixture-Dev und das hänge ich an irgendein Symbol und das muss ich halt irgendwie festmachen an meinem Actor. Also da muss ich hinterher wieder rausfinden, welche Physik-Entität hängt denn zusammen mit welchem Actor auf der Stage. Ja, das muss ich also selbst machen. Jo, und so kann man halt dann, da gibt es eine API dann auf den Bodies, da kann ich dann eine Kraft einwirken lassen. Die Force gibt man dann in Newton an und man gibt noch einen Punkt an, wo diese Kraft wirkt, das ist dann ein Vektor. Ja, ein dreidimensionaler Vektor, der sagt, wo ist die Kraft oder wo wirkt die Kraft und in welche Richtung wirkt die Kraft.
Ja, also seine Düse ist jetzt da angebracht und düst in diese Richtung. Und das muss man auch umrechnen. Von da gibt es noch lokale Weltkoordinaten und also es gibt lokale Koordinaten und Weltkoordinaten, das muss man richtig auseinanderhalten. Das ist nicht so richtig schön elegant gemacht, finde ich, weil manchmal muss man mit Weltkoordinaten arbeiten und manchmal mit lokalen Koordinaten des einzelnen Bodies. Ja, das ist nicht so richtig schön. Aber das findet man auch raus und dann hat man es. Ja, nicht ganz elegant gemacht. Kollision, und da sind wir wieder bei diesem Heften, Anheften von dieser Physik-Entität an die Actor-Entität. Es gibt da so einen Listener, also so ein Callback-Konzept, Contact-Listener, und wenn, da gibt es mehrere Methoden, Begin-Contact, End-Contact, also wenn man so Kollisionen hat, dann haben die auch eine Zeit, wo die beginnen und eine Zeit, wo die enden. Ja. Und da kann man sich die Fixtures holen, aus den Fixtures kann man sich wiederum diese Body-Definition rausholen, kann dann fragen, ist das, gehört dieses Fixture zu diesem Actor? Und wenn ja, dann weiß ich, Actor A ist my Actor. Ja, und so kann ich das wiederherstellen. Aber dieser Schritt ist dann auch tatsächlich manuell. Also diese Verknüpfung zwischen der Physikwelt und der Stage muss man selbst machen. Muss man von Hand machen. So, und das kann man damit machen. So sieht das Ganze dann aus. Jedes von diesen Boxen ist quasi eine von diesen Bodies. Und da wird auch noch schön mit, ein bisschen mit der Gravitation gespielt. Also hier kann man einfach diesen Gravitationsvektor manipulieren, während das Ganze läuft. Und sowas zu entwickeln dort in LibGDX mit Box 2D, wenn man das irgendwie schon mal gemacht hat, das hat man das in einer Stunde oder zwei. Ja, weil das ja relativ easy ist. Ja. Und das bekommt man quasi out of the box geliefert. Da muss man gar nichts für machen. Das ist alles drin in der Library. Ja. Anderes Beispiel für Joins ist dann sowas hier. Das heißt, hier habe ich wiederum Actors. Und jedes Glied von diesem Wurm ist ein Actor. Und den verknüpfe ich miteinander und habe dann so eine Art Gelenk zwischen denen und kann für das Gelenk noch Eigenschaften angeben. Und dann bewegt sich, wenn ich eins von diesen Actors bewege, also in dem irgendeine Action schicke, die sich bewegt, zum Beispiel basiert auf einer Mausbewegung, dann bewegen sich die anderen Actors halt entsprechend mit. Ja, und da kann man dann auch wieder Physikeigenschaften definieren, sodass die zum Beispiel wobbeln oder runterhängen nach Gravitation und ähnliches. Ja. Was man auch machen kann, sind Partikel. Das sieht man hier leider nicht so richtig gut. Da kann man solche Fluid-Simulationen machen. Fluid-Simulation kann LibGDX eigentlich gar nicht. Das wird dann emuliert dadurch, dass man einfach Partikel macht, die sich wie Fluidums verhalten. Das hat leider den Nachteil, dass das rechenzeittechnisch grauenhaft ist. Und dass da halt richtig viele Partikel berechnet werden müssen, damit das realistisch aussieht. Ja. Geht aber. So, jetzt kommen wir zu dem konkreten Beispiel mit unserem Brettspiel. So, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich bin auch der letzte Vortrag. ja, also das Problem bei Brains, bei dem Projekt war, dass wir da ein relativ kleines Budget hatten. Also das Budget war wirklich sehr, sehr klein. Und wir waren zwei Entwickler für das Projekt. Wir mussten auch dafür sicherstellen, dass es auf allen Geräten läuft. Und dass die Game Logic reusable ist. Das heißt, dass wir die richtigen Lösungen beispielsweise, da kommen wir gleich nochmal drauf, dass wir das in Logik gießen und nicht hardcodieren. Eins der wesentlichen Herausforderungen, wenn man iOS und Android macht, ist interessanterweise, mit LibGDX zumindest, ist nicht die Portierung selbst, sondern dass man verschiedene Bildschirmauflösungen unterstützen muss. Auflösungen sind nicht das Problem, sondern Bildschirmverhältnisse muss man unterstützen, verschiedene. Denn iOS hat üblicherweise 4:3 und Android hat üblicherweise 16:9 oder 16:10. Und das ist ein Problem. Und zwar nicht ein technisches Problem, sondern ein Usability-Problem. Weil man müsste eigentlich hingehen und sagen, man macht ein Spieldesign, ein Level-Design für 16:9 und eins für 4:3. Also wo liegen die einzelnen Bedienelemente? Wo liegen die Plättchen an der Seite? Ja? Die müssen ein Stück weiter liegen. Zoomen wir dann ein bisschen mehr den Level rein zum Beispiel oder solche Geschichten. Eigentlich müsste man das einzeln machen. Einmal für 4:3, einmal für 16:10 oder 16:9. Dann mussten wir Game Service implementieren, also Achievements konkret. Dann mussten wir In-App-Payment integrieren, auch für zwei Plattformen. Dann war die Anforderung, noch ein Game-Tutorial zu machen und das Ganze noch Multilanguage zu machen. Und das mit einem extrem engen Budget. Und bei der Game Logic, da kommen wir gleich, das habe ich eben schon mal erzählt, da sollte, oder war unser Anspruch zumindest, dass wir die Lösungen von diesen 50 Rätseln, die da drin sind, nicht hardcodieren und sagen, Plättchen 1 liegt so rum, Plättchen 2 liegt so rum, Plättchen 3 liegt so rum. Richtig. Sondern dass wir die Lösung berechnen. Das heißt, wir wissen programmatisch, wie sieht der Level aus, was sind die Anforderungen des Levels, damit er richtig ist, wie liegen die Plättchen,
wir machen ein Backtracking von den Wegen, die durch die Plättchen gehen, sind alle Bedingungen erfüllt. Hat dann den Vorteil, dass wir, wenn wir Brains 2 machen, dass wir dann nicht irgendwie alles neu kodieren müssen, alle Lösungen, sondern dass wir im Wesentlichen eigentlich nur die Levels vorgeben und sagen, so sieht das Level aus, so sehen die Plättchen aus, Spiellogik macht alles für mich. Ja, und das haben wir auch gemacht. Kleiner Sidequest, was da rausgekommen ist, ich hatte noch einen Level-Generator geschrieben, der, weil wenn man diese Nachrechnenlogik hat, die rausfindet, liegen die Plättchen richtig und ist die Lösung richtig, die der Benutzer gemacht hat, dann ist man relativ schnell bei, ich kann mir mal schnell 5000 Levels generieren. Das fand unser Kunde nicht so doll, weil er sagte, die Levels sind handgemacht und haben Sinn. Leider. Aber prinzipiell gibt es diesen Code, also wir können die Levels da generieren. So sieht dann so eine Level-Definition aus, wenn ihr das Brains APK von Android zum Beispiel euch aus eurem Telefon mal rausholt und das auseinandernehmt und da mal reinguckt, dann werdet ihr eine große Datei finden, wo die Levels so drinstehen. Das ist die Level-Definition. Also Level 4, das hier ist der Level selbst und das sind die einzelnen Plättchen hier hinten das. Also das hier ist die Deklaration, welche Plättchen gibt's überhaupt, also wie ist die Form des Levels. Und hier sind die Constraints definiert, also wo, an welchen Ausgängen liegen welche Constraint-Definitionen dran. Ja, also zum Beispiel das Pagodensymbol, wo liegt das, an welchem Ausgang? Es gibt immer zwei Ausgänge pro Seite. Wenn man jetzt neue Levels machen wollen würde, würde es völlig ausreichen, wenn man einfach diese Datei nimmt und hier die neuen Definitionen reinschreibt. Ja, fertig. Das würde ausreichen. Also, diese Ausgänge hier sind jeweils definiert. Die haben jedes von diesen möglichen Constraints hat halt einen Code von 0 bis, ich glaube, 9. Und die werden, das hier ist Slot 0, 1, 2, 3 und so weiter. Und dann gibt es halt in dem Array jeweils einen Slot dafür. Und es gibt halt die, es ist nirgendwo in der Anwendung ist die richtige Lösung hinterlegt, sondern die wird berechnet. So, da haben wir jetzt nochmal das Problem mit dem 16 zu 9 und 4 zu 3. Also hier, das ist die 4 zu 3 Version. Ja, Vollbild. Das hier ist die 16 zu 9 Version. Hingegangen und haben gesagt, machen einfach einen Rand hin. Das ist die Low-Budget-Lösung, sozusagen. War aber auch nicht anders möglich, weil wir waren wirklich, 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 wirklich sehr eng im Budget. Deswegen war das auch die Idee, dass wir gesagt haben, wir machen es einfach 4 zu 3 und machen rechts und links einen Rand hin. Ja, und füllen den Rand mit irgendeinem Muster. Das Ganze gibt's keinen, dafür gibt's keine Unterstützung in libgdx. Das muss man sich selbst rausfinden, wie das geht. Und das war eins von den Herausforderungen. Wie macht man das? Erstmal haben wir rausgefunden, was für ein, das Gerät, auf dem wir gerade laufen, was für ein Gerät ist denn das überhaupt? Und das kriegen wir raus, indem wir die OpenGL-Implementierung fragen, was ist denn deine Höhe und was ist deine Breite? Und dann rechnen wir aus, ist das irgendwo so in der Richtung 16 zu 9, dann ist es 16 zu 9 und wenn nicht 4 zu 3. Man kann hier keinen genauen Wert angeben, weil das ist halt ein Zahlenwert irgendwo zwischen 1,3 und 1,5, ja, der da rauskommt. So, jetzt, wie haben wir das dann gemacht, sodass das auf allen Geräten parallel läuft, also mit dem gleichen Code? Die Idee bei dem Ganzen war, dass wir so einen Stack gemacht haben. Und zwar gibt es hier, man sieht hier den Hintergrund, erstmal diesen Hintergrund hier, dann gibt es diesen Hintergrund hier und dann gibt es die Game Elements, also das tatsächliche HUD. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben hier hinten diesen Background Fullscreen Filler, das ist dieses chinesische Symbolmuster. Da drüber liegt der Hintergrund des Levels, also dieser grüne Rasen. Da drauf liegen die einzelnen Elemente, also die einzelnen Plättchen und so weiter. Und da drauf gibt es noch eine Curtain Stage. Wenn wir zum Beispiel vom Level Select Screen zum Level Screen gehen, dann blendet der Bildschirm schwarz aus und der neue Bildschirm blendet wieder ein. Und das passiert, indem quasi der Curtain hier vorne auf von völlig transparent auf völlig opak gerendert wird mit so einer Action. Das heißt, wird eingeblendet, schwarz, dann wird im Hintergrund die Stage ausgetauscht, wie das im Theater auch ist. Also die eine wird rausgefahren, die nächste kommt rein und dann wird die Black Curtain Stage wieder ausgeblendet. Das ist der Trick dabei. So, dafür haben wir einen eigenen Screen implementiert, also eine eigene Ableitung von Screen implementiert, nämlich unseren sogenannten Screen Stack. Denn was man machen kann, ist, man kann das selbst wieder delegieren. Man kann sagen, ich mache einen Screen, der aus mehreren Unterscreens besteht, nämlich genau aus diesen einzelnen Ebenen. Und wenn da ein Render kommt auf diesem Screen, dann schicke ich einfach von unten nach oben dem Stack jeweils das Render, dann rendert sich zuerst der unterste Screen auf dem Bildschirm, dann der nächste, dann der nächste, dann der nächste. Ja? Das war der Trick. Und genau das haben wir hier gemacht. Screen Stack, dann kommt hier der Screen Bottom,
Dann kommt als nächstes der Screen Top, das ist dann der grüne Rasen. Dann der Stage Screen, das sind die Elemente. Und dann die Black Stage Fassade, also der Vorhang. Ja. Und das hat super funktioniert. Das hat wirklich richtig gut funktioniert. Das hängt auch so ein bisschen daran, dass bei OpenGL tatsächlich genau das gemacht wird, was man will. Also es wird nichts gelöscht. Wenn man was auf den Bildschirm schreibt und hat vorher den Bildschirm nicht gelöscht, dann bleibt alles, was vorher da war, auch noch bestehen. Und nur deswegen funktioniert das auch. Weil wir einfach sagen, wir rendern mehrere Screens übereinander. So, jetzt nochmal zurück zum Konzept von dem ganzen Launcher-Zeug. Wir haben also HTML5, Android, iOS, Desktop. Wir haben die Shared Code Base, sind mehr als 90%. Und jeder von diesen einzelnen Plattformen hat so diesen Launcher, wo diese Game-Klasse übergeben wird. Und genau hier haben wir diese Geschichten reingebaut für die Plattform-Services, also sowas wie Achievements freischalten und ähnliches. Und das haben wir gemacht, beispielsweise hier oben sieht man beim Android-Launcher, also in der Android-Welt, leitet genau dieser Android-Launcher jetzt alle möglichen Google-API-Client-Geschichten ab, beziehungsweise implementiert die. Das heißt, diese ganzen Connection-Callbacks für Connection zu Google Play-Services, für Achievements, für Score-Tracking und ähnliches. Und dann macht er erstmal im On-Create ganz normal das Brains-Game, übergibt dann aber sich selbst. Und das ist die Bridge sozusagen. Wir haben hier dieses Plattform-Services hier ist ein Interface, das wir definiert haben. Das ist allgemein für alle Plattformen. Und die Implementierung ist quasi der Launcher selbst, also der Native-Launcher. Und der wird an dieser Stelle in diese libgdx-generische Welt übergeben. Und dieses Brains-Game kann wiederum da drin dann zum Beispiel Login-Game-Service aufrufen. Und dann ist die konkrete Implementierung, in dem Fall dann genau diese Klasse hier, Android-Launcher, hat dann die Implementierung von Login-Game-Service für Google. Und die für iOS hat die für Game Center. Und genauso funktioniert das auch mit Achievements freischalten, Unlock Achievement und so weiter und so weiter. Oder auch hier zum Beispiel Display Achievements View, dann geht dieses, welche Achievements habe ich eigentlich schon, welche habe ich noch nicht, auf. Und das wird übrigens auch alles von den Native-Sachen gemacht. Ja, die Achievements haben uns ein bisschen Aufwand bereitet. Das hing aber auch so ein bisschen an den Admins von dem Store-Account. Jedes Achievement, das ist eigentlich eine relativ einfache Mechanik. Ein Achievement bei Google Play und auch bei Game Center hat eine ID. Das heißt, man kann da irgendwelche Sachen konfigurieren, wie Bild, ein Icon des Achievements und wie viele Punkte in dem Google-Ökosystem bekommt man dafür und so weiter. Und dann kommt am Ende eine ID raus, ein String. Und irgendwo muss man halt einen Aufruf machen, bitte schalte folgendes Achievement frei für diesen Benutzer. Hier ist die ID. Jetzt der Unterschied zwischen Google und iOS ist, bei Google bekommt man diese ID von Google berechnet. Das ist irgendwie so ein Cookie. Bekommt einfach vorgegeben. Man erstellt das Achievement, bekommt dann irgendein kryptisches Cookie gegeben. Bei iOS kann man sich das selbst ausdenken. Man kann so die ID selbst eintippen. Ja. Jetzt haben wir den Leuten gesagt, weil der Store und damit auch diese ganze Einstellung für die Achievements wird nicht von den Entwicklern gemacht, sondern von den Leuten, die Store-Accounts administrieren. Das sind halt meistens irgendwelche Admins bei zum Beispiel in dem Fall Pegasus. Jetzt haben wir den Leuten gesagt, pass mal auf, wir machen es einfach. Wir geben euch, ihr erstellt die Google Play Achievements, dann bekommt ihr irgendwelche Cookies raus. Und genau diese Namen nehmt ihr und benutzt die in Game Center, damit wir die gleiche ID haben für das gleiche Achievement bei beiden Plattformen. Haben wir denen so gesagt? Haben sie natürlich nicht so gemacht. Ja? Das heißt, wir mussten das mappen in der Software. Weil, wenn man ein Achievement angelegt hat, kann man es nicht mehr löschen. deswegen mussten wir uns ein Mapping ausdenken. Und das haben wir dann auch noch eingebaut. Das heißt, das hier war die iOS, der iOS-Name des Achievements und das ist der Google-Name. Und dafür musste es dann halt wieder eine Ressource geben und Mapping. Hat ein bisschen extra Zeit gekostet, aber war am Ende dann halt auch möglich. Wäre halt einfacher gewesen, wenn wir das direkt so gemacht haben. Hätten. In-App Payment haben wir gemacht mit dem, was libgdx dafür vorgibt, nämlich GDX Pay. Und das wiederum benutzt etwas, das nennt sich OpenIAB. Das hat eigentlich eine coole Idee dahinter. Und zwar ist das eigentlich eine Abstraktion für alle möglichen Payment-Systeme. Das heißt, das Ding erkennt automatisch, oh, ich laufe auf einem Samsung-Gerät, ich benutze das Samsung-Store mit einem eigenen App In-App-Payment, dann triggert er diesen Fluss. Oder ich laufe auf einem Fire-Gerät von Amazon, dann triggert er diesen Fluss und macht alles. Und am Ende sagt er einfach nur, Zahlung erfolgt.
Also er abstrahiert das und der Entwickler von der Anwendung muss gar nicht mehr wissen, wie funktioniert das Payment-Zeug eigentlich. Das Payment-Zeug ist halt auch relativ kompliziert. Das hat ganz viele asynchrone States und sowas und solche ganz vielen Ausnahmen, wenn der Zahlungsvorgang abbricht oder zurückgebucht wird oder sowas. Insofern eine ganz gute Idee. Es war nur echt die totale Hölle, das zu integrieren, weil auch diese allgemeine API hier, also auch diese OpenIAB-API, war ganz schön kompliziert. Und zwar nicht nur, weil die API selbst kompliziert war, das würde noch gehen, aber das Testen davon war halt die absolute Hölle, weil man da über einen solchen, was man in so einem Pseudo-Live-System arbeiten muss. Also muss ich quasi solche, da gibt es dafür solche Testprodukte, die man anlegen kann, bei iOS zum Beispiel und bei Google Play, und kann dann diese Testprodukte kaufen mit Test-Accounts. Und dann wird das nicht tatsächlich abgebucht, sondern nur so gesagt, also getan, dass es abgebucht wird und so. Und dieses ganze Setup zwischen, wie testen wir das jetzt und wie kriegen wir die API unter Kontrolle, das war, glaube ich, also das war die letzte Woche, die wir daran entwickelt haben, hat das komplett ausgefüllt, bis das gelaufen ist. Also das ist wirklich extrem kompliziert. Und ich glaube, wenn wir das nochmal machen würden, würde ich, glaube ich, nicht mehr OpenIAB nehmen, sondern würde das genauso machen wie den Achievements und würde das native implementieren mit den ganz normalen Libraries, die Google und Apple zur Verfügung stellen und das dann einfach mit so einem Funktionscall über so ein Interface übergeben. Ich glaube, das ist einfacher. Aber wenn es mal läuft, also wenn man dann mal durch diese Hölle gegangen ist und das Ding funktioniert, dann funktioniert es auch stabil. Also das tut es dann auch. Ja, Game Tutorial, und das ist auch tatsächlich der letzte Punkt. Es war noch die Anforderung, dass wir so ein Guided Play Tutorial machen, wo man vorgegeben bekommt, bitte jetzt leg dieses Plättchen dahin und jetzt hast du das dahin gelegt, jetzt musst du es einmal drehen, damit das Ding erfüllt ist und dann weiterdrücken und dann kriegst du die nächste Erklärblase. Das haben wir dann auch eingebaut, das war ganz, ganz kurz vor Release, wo wir das noch nachgetragen haben, weil der Kunde gesagt hat, das wollen wir unbedingt noch haben. Und das haben wir dann wesentlich in 2 Tagen gebaut. Das ging aber auch, da musst du ein bisschen nachdenken, das ging aber auch mit unserem Screen-Stack, weil wir einfach noch einen Stack-Ebene draufgelegt haben, nämlich mit dem Tutorial. Ja. Und das sah dann so aus, dass man hier so eine Erklärbox hatte mit Text und man musste das dann halt machen, das hat ja auch so, das pulsiert hier auch so und dann kann man das da drauflegen und sobald die Bedingung erfüllt ist, erscheint dann hier so ein Weiterknopf. Ja. Und das haben wir auch mit so einer kleinen API gemacht, sodass das einfach gemacht, aber wir haben es in, also normalerweise würde ich hingehen und sowas allgemein implementieren mit irgendeiner Steuerdatei, aber einfach wegen Zeitgründen haben wir das einfach fest implementiert und hart gecodet. Also hier Display Text, wo, was da drin steht, was passiert, wenn der auf Weiter drückt. Dann geht er zum nächsten Step des Tutorials. Und hier sowas mit einem Check. Das heißt, erst wenn ein Plättchen an der richtigen Stelle liegt und die richtige Rotierung hat, dann wird gesagt, nächster Step. Ja. Die Folien könnt ihr übrigens alle haben, könnt ihr noch mal reingucken. So, jetzt die letzten 2 Folien. Das Fazit sozusagen von dem Brains-Projekt. Ja, wir haben ungefähr 20 Personentage gebraucht für die Gesamtimplementierung. Waren das? Also 10 Personentage mit 2 Entwicklern, circa mehr oder weniger. Wir sind damit extrem gut durchgekommen. Also es gab keine großen Probleme. Wir sind nicht auf irgendwelche Blocker gestoßen, wo wir irgendwie uns die Haare gerauft haben. Es war schon manchmal schwierig, aber es war nie so, dass wir gesagt haben, oh je, sind wir jetzt vielleicht an so einem Todpunkt angekommen. Das ging wirklich gut durch und das merkt man halt auch, dass das wirklich benutzt wird, auch in der Praxis, diese Bibliothek. Wir haben relativ wenige Turnarounds gehabt nach der ersten Version. Also das hat out of the box eigentlich echt gut funktioniert, auch auf verschiedenen Geräten dann. Wir haben uns dann so eine Testgruppe gegeben. Es gab überhaupt keine Probleme mit den Grafikgeschichten oder sowas, OpenGL-Probleme oder so. Es war alles super. Also wir hatten ganz, ganz wenig. Ich glaube, wir hatten noch 1 oder 2 Bugfix-Releases danach bis zur Veröffentlichung. Also es war wirklich echt gut. Und ich habe da ein bisschen gezittert, weil ich wusste nicht genau, ob es da nicht irgendwelche OpenGL-Probleme gibt auf irgendwelchen Dingern. Die Shared Codebase ist größer als 90%. Das heißt, den nativen Anteil, den man dann pro Plattform machen muss, ist sehr, 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 sehr klein. Und wenn man keine Achievements und keinen Payment macht, dann ist der noch viel kleiner. Also das ist richtig cool. Der Desktop-Build ist gut für zum Debuggen. Damit kann man halt schnell irgendwie selbst beim Entwickeln testen. Aber es gibt da keine Plattform. Es gibt da keine Steam-Bibliothek für die Einbindung von Achievements oder Payment in Steam zum Beispiel. Das gibt's einfach nicht. Das gibt's halt für die ganzen Mobile-Geräte und damit, das muss man halt in Umständen haben. Der HTML5-Build ist halt wirklich nur für Previews, weil der extrem langsam ist und überhaupt nicht performt und auch schwierig bei der Auslieferung und werden da kann man auch relativ einfach seinen Browser mit crashen und so. Also das ist nicht so richtig schön. Der Kunde war sehr zufrieden mit dem Ganzen. Das hat also wirklich gut geklappt.
Ich würde deswegen auch sagen, dass DigiDex definitiv für Produktionseinsatz geeignet. Also damit kann man wirklich produktiv auch kommerzielle Spiele machen. Ist sehr flexibel von der API, also gerade solche Sachen mit dem ScreenStack zum Beispiel, sind ja so Speziallösungen, wo man sehr schnell merkt, wie flexibel ist eigentlich so eine API und wie gut kann man damit arbeiten, wie gut kann das auch irgendwelche esoterischen Anwendungsfälle abbilden. Also es ist wirklich eine sehr reife API, funktioniert super. Es ist sehr codebasiert, das heißt, ich würde, glaube ich, sagen, jemand, der irgendwie Unity gewöhnt ist, wird damit nicht glücklich, weil es einfach zu sehr codezentrisch ist. Der 2D-Kram ist wirklich richtig gut. Das 3D ist nicht so richtig nutzbar. Und wie gesagt, arbeitet richtig schön auf Desktop, iOS und Android. Und das, was da rauskommt, ist wirklich stabil. Also das ist wirklich richtig gut. Also das Ding läuft richtig gut. Wir haben auch richtig gute Bewertungen im App Store. Gibt also keine wesentlichen Probleme damit. Ja, jetzt noch der shameless Plug. Werdet alle Mitglied bei Red Hat Developers. Wir machen ganz viele coole Sachen. Und dann ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn noch Fragen sind, gerne stellen. Ansonsten, ich bin jetzt auch noch ein paar Minuten da. Insofern fragt. Und ansonsten fangt an, was zu coden. Ja, da ist, glaube ich, eine Frage. Welches Prozessmodell habt ihr benutzt, wenn ihr überhaupt eins benutzt habt bei zwei Prozessmodell? Leuten? Prozessmodell? Ja. Meinst du das Vorgehensmodell? Ja, genau. Da wir nur zwei Entwickler waren, war das Vorgehensmodell im Wesentlichen Pizza. Also es gab eigentlich kein wirkliches Vorgehensmodell. Es war, das hing auch so ein bisschen daran, dass wir halt echt wenig Zeit hatten und der Scope auch gut abgrenzbar war. Das heißt, wir haben Bildschirm-Mockups gemacht vorher mit den Leuten von Pegasus. Da es aber auch nur 3 oder 4 Bildschirme insgesamt waren, war das eigentlich relativ einfach. Schwieriger war die Abstimmung mit dem Grafikdesigner, weil da hat man richtig gemerkt, dass der Grafikdesigner, den Pegasus hat, halt wirklich für Printprojekte gemacht ist und der hat wirklich bestimmte Sachen einfach wirklich erst verstanden, nachdem wir ihm wirklich haarklein erklärt haben, wie das funktioniert. Sowas wie Seitenverhältnisse zum Beispiel war was ganz Neues für den und sowas wie zwischen 16:9 und 16:10 gibt's halt doch noch einen Unterschied und wenn wir 16:9 und 16:10 gleich behandeln und dann einen Hintergrund haben mit diesen chinesischen Buchstaben, der war nämlich vorher, da waren irgendwelche Kreise drauf und dann waren die halt auf bestimmten Geräten keine Kreise mehr, sondern Eier. Und da haben wir gesagt, du musst was anderes machen. Du darfst da keine Kreise drauf machen, weil das sieht komisch aus auf bestimmten Geräten. Das war echt schwierig. Also die Kommunikation war da ein bisschen schwierig. Ansonsten war es halt alles ein kleines Team. Insofern, es gab jetzt kein großes Projektmanagement da. Ja, es waren ja auch nur 20 Tage. Also das ist jetzt alles überschaubar. Ja, noch Fragen? Sehr schön. Ja, dann danke ich mich nochmal fürs Zuhören und fang einfach an damit. Das ist wirklich eine coole Library. Man kann mit tolle Sachen machen, kommt schnell zum Ziel und kann damit großartige Dinge tun. Dankeschön.